Assalamu alaikum, kleine Muslime. Ich bin Nora und ich erzähle euch heute die Geschichte des Propheten Yunus alaihi salam. Unser Prophet hieß mit vollständigem Namen Yunus bin Matta und lebte in der Stadt Ninawa. Die Stadt Ninawa war eine sehr bedeutende Stadt und lag dort, wo heute das Land Irak ist. Yunus alaihi salam wurde von Allah subhanahu wa ta'ala zu seinem Volk als Prophet geschickt, denn sein Volk betete Götzen an. Astaghfirullah. Yunus rief sein Volk auf, nur an Allah zu glauben und nur Allah anzubeten. Doch das Volk des Propheten Yunus war stur. Sie beharrten darauf, ihre Götzen anzubeten. Das machte den Propheten Yunus alaihi salam natürlich sehr traurig und auch sehr, sehr wütend. Denn es gibt keine schlimmere Sünde, als neben Allah etwas anderes anzubeten. Das ist wirklich sehr, sehr schlimm. Nur zwei Männer aus dem Volk von Yunus schlossen sich ihm an und wurden Muslime. Subhanallah. Nachdem Yunus alaihi salam sein Volk viele, viele Jahre zum Islam aufgerufen hatte, verlor er die Hoffnung und glaubte, dass sie niemals von ihren Götzen ablassen würden. Er warnte sie, dass eine schreckliche Strafe von Allah sie heimsuchen würde, wenn sie nicht endlich aufhörten, Götzen neben Allah anzubeten. Yunus alaihi salam war so wütend auf sein Volk, dass er sich entschied, die Stadt Ninawa einfach zu verlassen. Allerdings hatte Yunus in seiner Wut gar nicht bei Allah um Erlaubnis gebeten zu gehen und seine Botschaft einfach aufzugeben. Subhanallah. Yunus alaihi salam ging zur Küste und sah dort ein Schiff. Er entschied sich, auf diesem Schiff davonzureisen, weit weg von seinem ungehorsamen Volk. Nachdem der Prophet Yunus das Schiff bestiegen hatte und es aufs weite Meer hinausgefahren war, da kam das Schiff plötzlich schrecklich ins Wanken. Es wankte nach links und es wankte nach rechts und alle Passagiere an Bord des Schiffes drohten ins Meer zu fallen. La hawla wa la quwwata illa billah. Das Schiff ist bestimmt zu schwer, dachten die Seefahrer. Sie beschlossen, dass sie einen Passagier ins Meer werfen mussten, damit nicht das ganze Schiff mit allen Passagieren untergeht. Die Seefahrer schrieben die Namen aller Passagiere auf Lose und warfen sie in einen Lostopf. Einer der Seefahrer zog ein Los und die Person, deren Name auf dem Los stand, würde ins Meer geworfen werden. Auf dem Los stand der Name Yunus. Allahu Akbar. Die Seefahrer schauten sich den Propheten Yunus an und dachten, er sieht wie ein guter, rechtschaffener Mann aus. Besser, wir ziehen noch einmal ein Los. Und so zogen sie ein zweites Mal ein Los aus dem Topf. Und wieder stand der Name Yunus auf dem Los. Subhanallah. Die Seefahrer wollten ganz, ganz sicher gehen und zogen ein drittes Mal ein Los. Und wessen Name stand zum dritten Mal auf dem Los? Yunus. Was würde nun geschehen? Würden sie ihn in die reißenden Fluten werfen? Yunus alaihi salam war sehr tapfer und akzeptierte sein Schicksal und sprang vom Schiff ins Wasser. Doch Allah subhanahu wa ta'ala überließ seinen Propheten Yunus nicht den reißenden Fluten. Er schickte einen riesigen Walfisch, der Yunus alaihi salam mit seinem riesigen Maul verschlang. Yunus befand sich nun im Maul des Wales. Doch er war völlig unversehrt. Er hatte keinen einzigen Knochenbruch und keine einzige Wunde davongetragen. Alhamdulillah. Doch im Walfisch war es stockdunkel
Yunus hörte seltsame, merkwürdige Geräusche. Stellt euch vor, wie beängstigend es im Walfisch gewesen sein muss. Yunus alaihi salam verbrachte 3 Tage im Wal. 3 Tage lang schwamm der Wal im Meer umher und Yunus saß in ihm. Am 3. Tag flehte der Prophet Yunus alaihi salam Allah an und sprach: La ilaha illa ant, subhanak, inni kuntu min al-zalimin. Yunus flehte Allah an: Es gibt keinen Gott außer dir. Gepriesen bist du. Ich gehörte wahrlich zu den Ungerechten. Warum war Yunus einer der Ungerechten gewesen? Weil er sein Volk verlassen hatte, ohne Allahs Erlaubnis einzuholen. Er hatte doch von Allah den Auftrag bekommen, seinem Volk die Botschaft der Einheit Allahs zu überbringen. Yunus hatte einfach die Hoffnung aufgegeben, dass sein Volk sich bessern würde. Dabei weiß doch nur Allah, was geschehen wird. Und Allah leitet recht, wen er will. Allah hatte Yunus noch nicht erlaubt zu gehen. Wisst ihr, kleine Muslime, jeder Befehl, der von Allah kommt, ist immer zu unserem eigenen Besten. Wenn wir Allah gehorchen, dann ist das zu unserem eigenen Besten. Denn Allah will nur das Gute für seine Diener. Und wenn wir Allah ungehorsam sind, dann schaden wir uns damit selbst und sind gegen uns selbst und andere ungerecht. Allah liebt seine Diener und will immer das Beste für sie. La ilaha illa ant, subhanak, inni kuntu min al-zalimin. Als Yunus alayhi salam diese herzergreifende Dua gesprochen hatte, da spuckte der Walfisch ihn ganz plötzlich ans Land. Denn Allah hatte die Dua seines Dieners Yunus erhört. Alhamdulillah. Yunus war vom langen Aufenthalt im Walfisch sehr erschöpft und setzte sich am Strand nieder. Da ließ Allah subhanahu wa ta'ala für ihn eine Kürbispflanze wachsen, die ihm Schatten spendete und von der er aß. Yunus alaihi salam hatte erkannt, dass es falsch war, sein Volk einfach zu verlassen. Und so kehrte er zu seinem Volk nach Ninawa zurück. Als der Prophet Yunus in Ninawa angekommen war, was stellte er da fest? Die Götzendiener waren alle Muslime geworden und beteten nur noch Allah an. Allahu Akbar. Denn nachdem Yunus gegangen war, waren dicke, dunkle Wolken über Ninawa aufgezogen. Und die Bewohner der Stadt befürchteten, dass dies die Strafe Allahs war, die Yunus ihnen angekündigt hatte. So baten sie Allah um Verzeihung für ihren Götzendienst und ihren Ungehorsam und wurden Muslime. Alhamdulillah. Wa inna Yunus lamina al-mursalin. إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. Auch Yunus gehörte wahrlich zu den Gesandten, als er zum vollbeladenen Schiff davonlief. Er warf Lose und wurde einer der Unterlegenen. Da verschlang ihn der Walfisch, während er sich Tadel zugezogen hatte. Und hätte er nicht zu denjenigen gehört, die Allah preisen, hätte er wahrlich in seinem Bauch verweilt bis zu dem Tag, an dem sie auferweckt werden. Da warfen wir ihn auf das kahle Land und dabei war er krank. Und wir ließen eine Kürbisstaude über ihn wachsen.
und wir sandten ihn zu 100.000 oder sogar noch mehr. Da glaubten sie, und so gewährten wir ihnen Missbrauch auf Zeit. Segen und Frieden gebühren unserem Propheten Yunus bin Matta. Kleine Muslime, lasst uns die Duha von Yunus lernen und oft sprechen. La ilaha illa ant, subhanak, inni kuntu mina zalimin. Es gibt keinen Gott außer dir, gepriesen bist du, ich gehörte wahrlich zu den Ungerechten. Denn unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam lehrt uns, dass wenn ein Muslim diese Dua spricht, dass Allah dann seinen Wunsch erfüllt. Kleine Muslime, wenn euch diese Geschichte gefallen hat, dann abonniert unseren Kanal, damit ich euch noch viele Geschichten nach Koran und Sunna erzählen kann. Und vergesst nicht, kleine Muslime, Allah liebt euch. Fi amanillah!